Hallo liebe Freunde der 3. Panzerdivision, hier bei Let's Play Halo. Ich bin der T-Bones, ich sitze hier am Panzer. Ich fühle mich gerade, als ob ich den längsten Dienstgrad habe. Und ja, wir haben schon ordentlich aufgeräumt in der letzten Folge. Ich hätte auch gesagt, wir fackeln ja auch nicht lange rum. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich bei, ich weiß nicht, wo es lang geht. Wir sind ja sowas von verkehrt. Ich weiß echt nicht, wo wir jetzt schon wieder... Da ist die Hülle, wo wir rausgekommen sind. Da ist doch aber nichts weiter. Halt, halt. Halt. Ich habe irgendwen gehört. Irgendwo läuft hier irgendwer schon wieder rum. Aber die Frage ist, wer... Da kommen wir auch zu Fuß nicht hoch. Der weiß sowieso nicht, was er macht, so wie er schießt. Gute Frage. Jo. Das war nicht knapp. Nein. Okay, wir kommen da wirklich nicht hoch. Also es bringt alles nichts. Die Tür da unten geht nicht auf. Schnell wieder rein. Die Tür geht nicht auf. Hochklettern können wir auch nicht. Wir müssen einfach wieder zurück. Ich weiß aber echt nicht wohin. Ich meine, in der Höhle war nichts weiter. Können wir nochmal probieren, aber... Ich habe echt keine Ahnung. Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los! Schieß! Sind kaputt? Ich denke doch. Ja, also zurückkommen wir mit dem Scorpion auch nicht, so viel steht schon mal fest. Aber warum um alles in der Welt sind hier schon wieder so viele Leute? Ja, von diesem Mal ja gekommen. Wir können ja eigentlich. Sollte ja nicht viel mehr sein. Achso, wir haben ja einfach alle hier gelassen. Wir sind einfach dran vorbeigefahren, wie du willst. Vielleicht dürfen wir die einfach nicht am Leben lassen. Vielleicht müssen wir die einfach töten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht.
Na, geht doch. Jetzt haben sie endlich mal richtig gesagt. Er ist überall. So. Von da sind wir gekommen. Da ist nichts. Da ist nichts. Hier ist einfach nichts. Es ist wirklich zum Kotzen. Aber ich weiß mittlerweile auch gar nicht mehr, was ich denn hier noch machen soll. Ist er innen auf dem Shitstorm oder was? Okay, lassen wir den mal schießen. Lilanes Blut. Skorpion! 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 So! Mit O. Fahren wir halt doch noch einmal in den Tunnel und schießen alles kaputt da drinnen. Weil hier ist nämlich grünes Licht. Warum geht das denn nicht? Es geht hier einfach nichts kaputt. Dabei schieße ich doch so gerne alles zu Schutt und Asche. Ey, ohne Scheiß. Das ist schon überhaupt nicht mehr lustig. Ich weiß einfach nicht, wo lang. Auch nicht. Ach ja. Hier stehen doch nicht umsonst zwei so eine Typen. Das muss doch irgendeinen Sinn haben. Ach, das waren auch noch seine Fetten. Hab ich noch nicht mitgekriegt. Oder? Ja, sind die mit dem Schutzschild, ja. Ja, und die sind down. Und? Ah. Aber den nehmen wir mit. So viel Zeit muss sein. Na, 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 na. Gut. Ja, es ging ja recht schnell, dass wir einen Weg gefunden haben. Wer was anderes behauptet, ist ignorant. In meinen Augen. Machen wir hier. Und hier ist einmal nichts. Außer eine Berg- und Talfahrt. Ah, doch richtig geil. Ist ja wie auf der Achterbahn. Oh Mann. Oh nein. Leute. Leute. Das sind Leute. Boah. Da waren Leute. Ja, du Vollhorst. Oh, hier sind viele Leute. Sind da auch viele Leute? Nein. Warum denn nicht? Komm, komm, komm zum Spielen. Oh, können wir hier überhaupt lang? Na klar. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Pum. Oh, nicht schützen. Wo schießt er denn hin? Ah, wo schieße ich denn hin? Feuer! Da kommt noch ein Kleiner. Oh ja, eine schöne Streuung auf jeden Fall. Was ist das Maschinengewehr? Ah, der Typ wird gefeuert. Pam! Da ist noch welcher. Down. Oh, 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 oh.
erstmal ein bisschen vorsichtig sein, sehe ich gerade. Was war das? Unser Skorpion ist explodiert. Nein! Da war schon wieder so einer mit so einem Schutzschild und einer grünen Waffe und Malzbier. Malzbier? Okay, wir warten, bis beide zusammenstehen. 3, 2, 1. Easy. Hä? Das muss doch verarschen oder was? Hui! Da sind schon mal ein paar geflogen. Da ist das hier Shit, das machen wir schon mal kaputt. So wird's aber nichts. Jetzt. Jawohl, was haben wir? Ich weiß bloß nicht, können wir überhaupt das Geschütz an sich zerstören oder töten wir jedes Mal nur den, der da drauf sitzt? Wir vielleicht töten nur den, der da drauf sitzt. Okay, habe ich begriffen. Ist ja okay. Gut. Dann fahren wir jetzt hier mal so eine schöne, lockere OKF. Schöne Ortskontrollfahrt. Hallo. Hallo! Wenn ihr nicht auf mich schießen würdet, würde ich auch nicht zurückschießen. Es ist auch an sich, was mir mein Verstand zumindest sagt, sehr unlogisch, auf jemanden zu schießen, der in so einem Auto sitzt. Was ist denn noch eins? Freut er sich. Oh, cool. Da haben wir das komplette Ding abgerissen. Da kann einer nicht schießen. Jetzt schießt er sowieso nicht mehr. Hoffe ich. Wo ist denn aber dieser olle Kampfkoloss? Bevor der nicht down ist, möchte ich da ungern nochmal hinfahren, weil wir sowieso schon so wenig Leben haben gerade. Hä? Mich verarschen? Seht ihr das da vorne? Jetzt ist er. Ja, okay, jetzt ist er down. Was auch immer das war. Ich weiß nur nicht, ist jetzt hier noch jemand oder? Oh, wir sind echt bald am Arsch. Wir müssen so aufpassen. Hier irgendwo ein Medipack oder irgendwas, das wäre sensationell. Nein, natürlich nicht. Okay. Aber wir sind ja erstmal durch. Also durch sind wir auf jeden Fall. Ich meine auch hier durch dieses Level. Ist hier wieder ein Türöffner irgendwo, oder? Ich glaube da. Ja, oh gut. Ich dachte schon, da warten jetzt Gegner. Wenn die einen schon mal zwingen zum Aussteigen. Man kann die Tür noch zumachen hinter sich. Sehr schön. Muss man ja auch wissen. Oder es ist für den Rückweg nachher, wenn wir wieder raus müssen. Ich weiß es noch nicht so genau. Der rollende Donner. Ich weiß halt jetzt nur nicht, meinen die uns? Oder kommt da gleich einer? Dem rollenden Donner. Weil das wäre eher uncool. Wenn ihr uns meint, ist das mega cool. Wir sind der rollende Donner. Was ist denn das hier? Okay, wir schießen jetzt einfach erstmal ein bisschen rein. Vielleicht können wir schon mal ein paar Gegner ausnocken. Ich glaube, diese Schilder oder dieses Leuchten sind wieder so ein Typ mit diesen Schutzschildern, ne? Wenn wir die schon mal so ein bisschen erledigen, sollte der Aufstieg vielleicht etwas einfacher werden. Wäre nur rein logisch. Ich hoffe, dass ich überhaupt irgendwen treffe. So. Ja, okay. Ich denke mal, es sollte reichen. Gut. Dann geht's ab jetzt auf Fuß.
So wie zum Thema zu Fuß. Ist der Hammer? Hat das Ding Licht? Nee. Egal. Wie geil ist das denn? Endlich habe ich mein eigenes Flugzeug hier. Jetzt kann kommen, wer will. Komm, komm, komm. Oh. Hey, mal vorsichtig. Ist frisch lackiert. Na. Also viel Schaden machen wir damit nicht so. Aber. Alter, wir fliegen. Halt, der lebt ja immer noch. Man sieht die echt gar nicht. Das ist das Einzige, was mich persönlich bei alten Spielen noch so doll stört. Es ist immer so doll dunkel gehalten alles. Da habe ich mal überlegt, auf der N64 Turok zum Beispiel, eins meiner Lieblingsspiele. Wenn man es heute spielen will, geht's einfach nicht, weil es einfach viel zu dunkel ist. Also man erkennt wirklich fast gar nichts. Wo wollen die denn hin, Alter? Also richtig fliegen können die auf jeden Fall nicht. Was ich jetzt als äußerst positiv empfinde. Nummer 1 ist down. Nummer 2 kriegen wir auch noch, denke ich mal. Ist down? Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Hä? Ich habe ihn getroffen, aber das Flugzeug fliegt weiter, okay. Wir haben es geschafft. 2 gegen 1 Handicap. Kein Problem. Es macht echt lustige Geräusche. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch hört. Okay, da drüben. Aber wir können sie auch seitlich schießen. So, und da ist noch einer. Was ist das? Ne, einer noch. Gut, dann haben wir das. Da hinten warten schon die nächsten. Da oben. Ja, hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Action. Hey, die sind schon alle tot. Boah, das war knapp. Hä? Ich habe gerade noch rote Punkte auf dem Radar gesehen. Auf dem A, von da. Haben wahrscheinlich von der anderen Seite vom Berg. Ich habe das Gefühl, umso näher wir ranfahren, umso mehr Schaden machen die Schüsse, die wir abgeben. Also wenn man jetzt direkt davor steht, macht es einfach viel mehr Schaden, als wenn wir vom Weiten schießen. Ich glaube, hier müssen wir auch schon rein. Aber was sich hinter dieser Tür befindet, okay, das seht ihr jetzt. Aber was da drinnen passiert, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Guckt mal auf der Facebook-Seite dabei vorbei, guckt mal bei Twitter vorbei. Da sind immer die aktuellen Infos, wann ein neues Video rausgekommen ist. Bis dahin, ciao.